So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Zomboid. Der letzte Tag war ereignisreich und auch sehr lang. Ich hoffe, ich kann die diesige Folge mal wieder etwas eher an die halbe Stunde bringen. Die letzte war fast eine Stunde lang, aber da konnte ich nichts machen. Es war halt einfach viel los. So, kurzer Blick um meine Basis herum. So, ich habe mir überlegt, dieser Trailer hier ist ja ganz hübsch irgendwie. Es laggt natürlich am Anfang wieder ein wenig. Bitte ich zu entschuldigen, müsste sich dann eigentlich schnell fangen. Ist schön außerhalb. Gibt nicht viel Zombies hier. Das Helikopter-Event ist vorbei, das kommt nur einmal. In der Sandbox kann man natürlich einstellen, wie oft es denn kommen soll und ob es überhaupt kommen soll. Trotzdem ist es mir hier an sich nicht luxuriös genug. Wenn schon der letzte Mensch auf der Welt, dann doch bitte ein bisschen edel, oder? Deswegen werde ich mich jetzt mal auf Immobiliensuche begeben. Das Ding ist, ich kenne mich in diesem Teil der Map nicht aus. Ich habe wirklich viel Zomboid gespielt. Es sind fast 1200 Stunden auf meinem Steam. Ne, es sind über 1200 Stunden auf meinem Steam. Trotzdem, diesen Teil der Map kenne ich nicht. Aber ich weiß, wenn ich nach Westen fahre, müsste ich theoretisch zu Farmland kommen. Ich weiß in etwa auf welcher Höhe die neue Stadt ist. Und auf dieser Höhe, wenn man nach Westen fährt, müsste man auf mehrere kleinere Farmen stoßen. Die sehe ich mir jetzt einfach mal an. Die sind schön weit außerhalb. Kann man eigentlich mal empfehlen als kleine Basis weit weg. Viele möchten ja auch eine Basis, die ein bisschen näher dran ist. Das hat auch vor der Version 3.9 sehr viel Sinn gemacht. Man hat weite Strecken zurückgelegt und weite Strecken zu Fuß zurücklegen hat sehr, sehr lange gedauert. Nun aber mit Fahrzeugen hat man ja eher die Möglichkeit, auch mal ein bisschen eine Anfahrt in Kauf zu nehmen. Und ja, je weiter weg von urbanen Zentren, desto sicherer ist man natürlich vor Zombies. Was ich noch bräuchte, um wirklich meine Basis einigermaßen zu verteidigen, wäre eine Säge. Nägel habe ich ja ein paar, das müsste reichen, aber ich bräuchte eine Säge, dass ich Baumstämme verarbeiten kann. Und dann bräuchte ich an sich, was fast schon Verschwendung ist, eine Axt, um Bäume zu fällen. Die benutze ich eigentlich gar nicht gern, um Bäume zu fällen, weil es so eine unglaublich gute Waffe ist, dass es schade ist, sie eigentlich an Bäumen zu verbrauchen, aber ich meine, was muss, das muss. So, ich werde auf dem Weg ein paar Zombies immer ausschalten. Noch ist das hier ja mein Heim. Und das soll auch so bleiben. Das Spiel ist definitiv deutlich leichter mit Fahrzeugen, vor allem mit diesem Vehicle Easy Mode. Ich wollte den ja unbedingt, um die Fahrzeuge mal ein bisschen austesten zu können, aber macht das Spiel natürlich einfacher. Gerade so ein Charakter, wie ich ihn hier habe, der nahezu nicht rennen kann, hätte unglaubliche Schwierigkeiten natürlich gehabt, vor diesem Helikopter jetzt abzuhauen oder ja auch so mal eine größere Gruppe, die man geaggrot hat, irgendwie loszuwerden. Ist natürlich schön mit diesen Autos, dass man sich da einfach einschnappen kann. Allerdings, wenn man auch nicht diesen Easy Mode hat, ich hatte immer das Problem, ich finde den Schlüssel nicht. Dachte mir, ich muss dann jetzt Zombies töten und versuchen, Autoschlüssel zu finden und dann noch das richtige Auto dazu. Aber dem ist nicht so. Es wurde mir gesagt, dass wohl im Handschuhfach öfters mal der Schlüssel schon drin ist. Also im Handschuhfach hinter der Sonnenblende irgendwie sowas. Halt im Innenraum des Fahrzeuges. Was ja nicht so sicher ist. Wer bewahrt denn bitteschön seinen Autoschlüssel in seinem Auto auf? Ich meine, dann kommt man schon allein nicht mehr rein, wenn es abgeschlossen ist. So, die hier kann ich ja mal umgehen, im Gegenteil, die nehme ich ja fast eher mit. Da kann ich einmal hupen, kommt mit. Was für eine eklige Hupe. Aber an sich ein ganz gutes Auto. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, ich dachte die Straße geht weiter nach Westen. Aber da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Lass mal hier lang zu fahren, okay, es geht jetzt wieder westlich weiter. Die Straßen sind noch sehr schön in Ordnung am Anfang, die werden dann mit der Zeit immer mehr beschädigt werden, immer mehr Schlaglöcher.
Ob das dann für die Autos einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber bin relativ beeindruckt an sich mit den Fahrzeugen, die sie da jetzt reingemacht haben. Auch, dass sie sich Offroad, je nach Fahrzeugtyp, teilweise sehr unterschiedlich verhalten. So ein 7,5 Tonner LKW kommt teilweise gar nicht richtig voran. Oh, was ist denn hier passiert? Zwei Tote. Menschen sind ja keine Zombies. Und zwar lebende Zombies. Sehe ich mir mal an, was auch immer sich hier zugetragen hat. Sieht ein bisschen nach einem Fahrerfluchtunfall aus. So, meine gute Brechstange hält immer noch durch. Ist wahrhaft... Ah ja, ich habe ja eigentlich sogar ein Messer. Wahrhaft keine sonderlich gute Waffe. Aber auf jeden Fall eine, die sehr viel aushält. So, jetzt mich nicht beißen lassen. Einmal hier. Und einmal hier. Sieht immer sehr gefährlich aus, aber wenn man das richtige Timing mal ein bisschen raus hat, ist es eigentlich gar nicht so gefährlich. Ich bevorzuge immer in jedem Fall die Axt als Waffe. Aber ein Messer ist auch nicht zu unterschätzen, ganz klar. So, nichts von Interesse. Ich dachte vielleicht, manchmal erzählt das Spiel so ein bisschen eine kleine Geschichte, wenn man irgendwelche Leichen findet. Also an sich, dass man, keine Ahnung, in einem Wohnhaus zwei Leichen findet, die Eheringe tragen und eine Pistole, die sich dann erschossen haben. Okay, das ist ja deutlich mehr los, als ich erwartet hätte. Interessant. Aber so weit weg von meiner Basis kann ich natürlich einfach durchfahren. Versuche mein Auto zu schonen. Sie halten relativ gut aus. Ich kann auch mal meine Lüftung anmachen hier. Alles ein wenig kühler. So. Ich muss mir auf jeden Fall auch den Weg merken, wo ich hergekommen bin. Und ich fahre jetzt mal nach unten hier. Südlich. Ist immer ein bisschen schwierig in der ISO-Perspektive, wenn alles 45 Grad gedreht ist. Die Himmelsrichtung richtig zu beurteilen, aber es ist an sich südlich. So, was haben wir denn hier? Sieht ja irgendwie nach Rosewood aus. Kann aber nicht sein, ist noch zu weit entfernt. Oh, interessant. Nationalpark oder was? Hier ist auf jeden Fall irgendein Zeichen von Leben. Das war eine schöne kleine Allee. Nein, das ist keine Allee. Das sind einfach nur Lichter in der Mitte einer Straße. Sehr komisch. Irgendwie sehr innerstädtisch aus, aber ich sehe keine Stadt und ich sah auch kein Schild, dass hier eine Stadt sein sollte. Interessant. Sehe ich mir mal aus der Nähe an. Auto immer auf jeden Fall ausmachen, wenn man aussteigt. Sieht Zombies auf Masse an. So, und dann wieder das alte Spiel. Es sind jetzt 5 Stück. Mich mal ganz unauffällig in ihre Nähe begeben und wieder zurück. Meistens hat man dann nur einen oder zwei am Haken. Mit Feuerwaffen komme ich immer noch nicht so ganz klar, muss ich sagen. Sollte es auch irgendwann einfach mal ein System geben, das ein bisschen besseres Feedback gibt, wie gut man eigentlich gerade zielt. Weil das alles zurzeit noch ziemlich random ist, ob man einen Schuss trifft, ob man ihn nicht trifft, wen man überhaupt trifft. Aber es ist eigentlich ganz gut, wie es das verschleiert. Also, je besser man schießt, desto mehr hat man auch den Eindruck, dass der tatsächlich das macht, was man möchte. So, langsame und faule Zombies. Ich hatte immer den Eindruck, obwohl ich den nie von irgendjemand bestätigt bekommen habe, dass sie zur Mittagszeit am schwächsten sind und fast zur Nacht eigentlich am aggressivsten. Die haben scheinbar relativ gute Nachtsicht. Die Sinne und wie scharf die Sinne von den Zombies sind, kann man auch im Sandbox alles einstellen. Hätte ich vielleicht am Anfang zeigen können. Kann man witzigste Sachen damit machen. Ich habe da mal ein Spiel gespielt mit eigentlich blinden Zombies, die aber sehr gut riechen können. Das war irgendwie ein interessanter Effekt, wie das Spiel darstellt. Also Gehör, Riechen und Sehen sind die Zombie-Senses. Und Sehen, meiner Meinung nach, am stärksten ausgeprägt. Hören tun sie nicht sonderlich gut.
Sind dann sehr aggressiv, wenn sie was hören, aber. Hey. Was macht hier so komische Geräusche? Ah, ein Radio. Okay, was ist das hier? So ein. Wie nennen das die Amis? So ein. Mir fällt der Name nicht ein. So ein Wohnanlage, die aber abgesichert ist. Durch Mauern. Könnte ja eigentlich interessant sein. Was der Nachteil ist, ich komme hier mit dem Auto nicht ran. Vielleicht kann ich die Schranken hochlassen, aber ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht kann man auch einfach durchfahren. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich werde auf jeden Fall erstmal das Pförtnerhäuschen mir angucken. Aber andererseits ist das auch nicht wirklich das Objekt, das ich suche. Ich wollte eigentlich eine eher abgelegene Farm oder sowas. Schöne große Farm, bisschen im Land. Was man halt so tun würde, würde man tatsächlich in einer Zombie-Apokalypse landen. Dann würde ich bei Gott nicht mehr in der Stadt bleiben. Sondern möglichst weit weg von der ganzen Sache. Ich meine, wie gut dein Internet ist, spielt jetzt eh keine Rolle mehr. Hätte auch keine Rolle gespielt 1995. Dann kann ich auch einfach aufs Land ziehen. Wow, ich dachte, der geht zu Boden. So. Sie hat natürlich an meinen Kräften. Ich bin schwach. Sehr, sehr schwach. Und sowas macht mich natürlich fertig. Außerdem kaue ich mir auch schon mal wieder die Fingernägel ab, weil ich schon so lange keine Zigarette mehr bekommen habe. Ja. Die gute Angela, der Name von meinem Charakter. Ziemlich schlecht angepasst für eine Zombie-Apokalypse. Ist halt so ein richtiger. Ja. 21. Jahrhundert-Mensch. Aber das wird schon. Sollten wir lange genug überleben. Sie sicherlich irgendwann auch mal relativ stark und fit sein. So, es sieht aus, als hätten wir das Schlimmste geklärt. Und hier mal rein. Das ist halt so ein typisches Pförtnerhäuschen. Hier kann man durchlaufen. Vielleicht kann man dann auch einfach durchfahren. Wäre ja ein naheliegender Gedanke. Es sind schöne Fenster. Sieht man es sehr weit. Kann ich vielleicht meine Mittagspause hier drin halten? Ja, abgeschlossen. Das war ja so klar. Ob man hier übrigens Fenster aufkriegt, hängt auch von der Stärke des Charakters ab. Von daher werde ich relativ häufig dazu greifen müssen, Scheiben einzuschlagen. Hier, dieses Geräusch sagt dann unmittelbar, vergiss es. Es geht nicht. Und ja, dann müssen wir uns halt so behelfen. Schön die Scherben noch entfernen. Mal noch einen kleinen Blick. Hat mich irgendjemand gehört? Ja. Also ganz so schlecht hören tun sie halt doch auch nicht. Ja, aber ich habe es wieder geschafft, einen zu isolieren. Na, das war zu spät. Swing Time spielt eine Rolle, wenn man die Gegner downt. Man muss sie möglichst so treffen, dass sie von der Spitze deiner Waffe getroffen werden. Je näher, desto schlechter. So in der Art ist am besten. Und dazu sollte man halt auch einigermaßen eingespielt mit der Waffe sein. Mit der Axt habe ich es besser drauf. Robber hier hat eh den Nachteil, dass sie ein Baseballschläger ist, aber nicht so richtig so aussieht. Hier sieht man es halt mal wieder. Kräftige Zombies. Oh, jetzt habe ich ihn gleich ganz aus den Socken gehauen. Kriege ich schwer nur down. So, jetzt mache ich hier draußen ein bisschen Krach, aber nicht zu viel. Schon hat sie mich gehört. Trottelt mir hinterher, hat mich aber auch schon wieder verloren. Also sie sind nicht clever. Aber trotzdem finde ich die besten Zombies, die jemals in so einem Zombie-Spiel gemacht wurden. Bei 7 Days to Die gefällt es mir auch noch sehr gut. Ich mag einfach diese Horden. Und dass sie infektiös sind. Machen ja nicht viele Spiele, dass die Zombies einen eigentlich nicht so richtig aufessen, sondern halt anstecken. So, wir machen ja auch noch das Glas weg. Und schauen uns wieder mal um. Ist doch immer dasselbe. Macht ein klein bisschen Geräusche und schon kommen sie aus allen Ecken. Müsste jetzt aber langsam die letzte sein. Na komm, verreck. So, und wir sind noch angespannter. Ah ne, halt.
gleich geblieben. Komisch. War dann wohl was anderes. So, und dann mal schnell schauen. Arg viel werde ich hier nicht kriegen. Oh, ich werde hier gar nichts kriegen. Ah. Das ist ja echt fies. Ach ja, diese Tissues, die kann man tatsächlich für etwas verwenden. Man kann sich wohl eine Erkältung einfangen, was mir noch nie gelungen ist. Und, halt mal. Wenn man es dann in der Hand hält, dann... Ich nehme hier mal die Batterie raus. Unterdrückt es dieses Niesengeräusch. Dann niest dein Charakter immer und holt damit Zombies. Gibt auch ein sehr witziges. Es gibt so ein paar kleine Events. Oder was heißt Events? Missions oder besondere Anfänge. Und da gibt es einen irgendwie im Deutschen, glaube ich, einen miserabler Tag. Und da ist es so, dass man irgendwie... In der Dusche stürzt, sich das Bein bricht, während dein Haus on fire ist und überall Zombies sind. Und man hat übrigens noch eine Erkältung, ist sturzbesoffen. Und so startet das Spiel dann, was relativ witzig. So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier einfach durchfahren kann. Ja, tatsächlich. Ja, gut. Ist relativ geschickt erstmal, solange es die Möglichkeit noch nicht gibt, diese Schranken hochzulassen, dass man sie wenigstens passieren kann mit einem Auto. Schranken sind, wenn man, sich etwas mit Schweißen auskennt, übrigens eine sehr gute Quelle, um diese Metal Bars zu bekommen. Hübsch hier. Oha, ein Swimmingpool oder was? Ah, ist das der berühmte County Club, von dem ich gehört habe? Not bad. Den würde ich mir natürlich auch gerne abchecken. Aber ich denke fast, dass hier die Zombie Population etwas hoch sein wird, aber sehen tut man ja gerade nicht viel an sich. Warten wir hier mal. Es fehlt ein bisschen der Parkplatz voll mit schicken Mercedes und anderen Luxuskarossen. Aber wir schauen uns das mal an. Der County Club. So ein Golf-Bonzen-Club-Dingens. Hübsch. Gehe wie üblich erstmal immer die Scheiben ein bisschen ab. Hm, da ist ein Wasserspender drin. Weiß auch nicht mehr, ob die noch funktionieren. Früher konnte man kein Wasser mehr aus den Zapfen, wenn man sie mal woanders hinbewegt hat. War natürlich mein erster Gedanke, sich so einen Wasserspender für die Basis zu holen. Leider nicht möglich. Braucht man dann Hydrocraft, um Ähnliches machen zu können. So, jetzt bin ich hier natürlich ein wenig im Innenraum und weiß nicht, wo ich hin soll. Habe ich eigentlich was zu essen eingepackt? Ja, etwas Kuchen. So, dann setzen wir uns hier mal in das elegante Polstermöbel. Und lassen es uns mal ein bisschen gut gehen. Essen ein Stückchen Kuchen, der jetzt auch schon ein paar Tage alt ist, aber an einer gewissen Zeit wird es einen nicht mehr stören. Wir schauen uns mal ein paar Räume an. So, wie gesagt, Innenräume, wie ich sie hasse. Wie auch meine Pumpe immer geht, wenn ich sowas hier sehe. Deswegen immer ein bisschen rennen, dafür habe ich meine Stamina ja schließlich aufgespart. Und schauen, dass man nicht in irgendwelche blöden Situationen gerät. Hier wäre ich jetzt natürlich voll in der Falle. Und das alles nur für so ein paar Aktenschränke. Komisches Magazin. Nichts, wirklich. Eine Zahnbürste, toll. Nichts von wirklich gesteigertem Interesse. Ich weiß auch nicht wirklich, was für eine Art von Gegenständen ich jetzt hier erwarten soll. Oh, das ist so eine richtige Sicherheitstür. Ob die hier auch eine Shooting Range oder sowas haben? Mir stehen ja auch sowas. So, hier mal rein. Oh, okay. Okay, ich sehe schon. Hier wird es jetzt natürlich ein bisschen hübscher. Diese Kamine sind toll. Kann man sich ein Feuer in seiner Bude machen. Hm. Ja, das gefällt mir natürlich schon gut hier, muss ich zugeben. So würde es sich natürlich leben lassen im County Club von... wie auch immer die Stadt eigentlich heißt. Oh, ein Magazin, wie man hochwertige Kochkunst betreibt. Die anderen Bücher lasse ich mal hier. Ich habe immer noch keinen richtigen Rucksack. Und ja, ein hübsches Gemälde. Gefällt mir. Vielleicht etwas Schnaps? Nein. Obwohl es aussieht wie eine Bar, ist das wohl ein Bücherregal. Was ist denn hier in der Bar itself? Nichts. Da war noch was? Nee. Hinten. Gut, möchte jetzt nicht lauter Bücher und Zeug mitnehmen. Das lockt mir nur mein Inventar voll. Ein Stift wurde weggeworfen. Mhm. So. Kann mir ja fast sicher sein, dass irgendwo hier noch Zombies lauern, oder?
So eine schöne und große Immobilie. Ah, da hinten ist der Parkplatz. Würde mich ja fast wundern, wenn hier niemand war. Während dem Outbreak ein Aufzug. Habe ich ja noch nie im Leben gesehen. Wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Schade, aber macht gut. Macht was her. So, schauen wir uns mal hinten um. Das ist jetzt nicht so das Auto, das ich erwartet hätte in einem Edelgolf-Club. Ja, der da ist eigentlich auch nicht so der Killer. Hier wohl noch so ein bisschen so ein Hotel- oder Bungalow-Bereich. Scheint das hier drüben zu sein. Schätze ich einfach mal. Ferienwohnungen oder sowas. Gut, wir gehen wieder rein. Schauen uns weiter um. Rechne jeden Moment mit einem ekligen Geräusch, dass ich einen Zombie gesehen habe. Aber noch ist das hier tatsächlich totenstill. Ist auch wieder ein wenig. Oh, ist das hier ein Ballsaal oder was? Yeah! Ziemlich cool. Nochmal eine Bar. Hoffentlich diesmal wirklich mit Schnaps. Nicht mit Büchern. So, ah ja, hier haben wir schon mal ein Chardonnay. Etwas Orangensoda und ein paar Nüsse. Sehr passend. Was haben wir denn noch so anzubieten? Ein Feuerzeug kann man nicht genug haben. Ein Dart. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt mit einem Dart will. Zigaretten, Gott sei Dank. Da werde ich mir ja gleich mal drauf eine anzünden, während sie hier schon wieder schwer depressiv ist. Es scheint einem jetzt vielleicht nicht sonderlich klug, aber ich glaube, ich trinke einfach einen Schluck Rotwein und rauche eine Zigarette. Gefällt mir hier. Ich setze mich auf die Bühne. Oder ans Klavier. Ein Klavier habe ich mir übrigens auch in meine andere Basis gestellt. Einfach nur, weil ich es kann. So, was will ich denn? Einen roten oder einen weißen? Ich stehe eigentlich eher auf Rotwein. Trinken wir mal das halbe Fläschchen, nur um ein bisschen unsere Nerven zu entspannen. So, da fühlt sie sich schon ein bisschen besser. Den Rest verkorken wir wieder und schütten wir ein. So, ist ja riesig hier. Allerdings auch vollkommen still. Sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Ich spiele auch gerade mit einem Kumpel, immer Multiplayer. Und der ist noch nicht so der Project Zomboid Bro. Deswegen haben wir gesagt, wir machen normalen Zombie-Spawn. Und da sind viel mehr Zombies unterwegs als hier. Hier ist ja total tote Hose. Oh, jetzt sind die hier draußen noch so einen kleinen. Boah, ist ja der Hammer. Will ich alles haben? Ja, langsam aber sicher überlege ich mir aber wirklich, ob ich das hier nicht als Basis nehme. Also für eine Person erscheint es mir schon etwas üppig. Aber ich meine, warum nicht in Saus und Braus leben? Wenn man es denn kann. Klar, es gibt hier sehr viele Fenster. Das hat natürlich auch Nachteile. Wobei man vielleicht der Bereich, wo man wirklich rankommt, erst noch überschaubar ist. Oh Gott, die kommt ja gar nicht voran hier. Hier können sie ja nicht drüber. Sprich. Und sie können vor allem sowas auch nicht zerstören. Die von der Engine oder die am Anfang vom Spiel gebauten Mauern und so weiter. Die sind unzerstörbar. Alles, was man selber baut, wird so einen HP-Balken haben. Will ich mich wirklich in Gefahr bringen, nur für eine Toilette? Und was ist das überhaupt für ein merkwürdiges Design von einer Toilette? Ja, die Toilette lasse ich mal aus. Was ich wirklich bräuchte, wäre ein Werkzeugsraum. Es wird ja wohl hier irgend so ein Hausmeister-Kämmerchen oder sowas geben. Eine Sauna. Yeah. Ah, komm nicht rein. Egal. Werden wir dann auch irgendwie noch hinkriegen? Ich bräuchte sehr viel Holz. Ich bräuchte sehr viel Holz und eigentlich eine Säge. Also, wieso bin ich jetzt außer Atem? Ich laufe doch nur, so schwer bin. Möglich. Wäre zumindest denkbar. Ah, ist das cool hier? Also, ich meine, Wasser in Project Zomboid, dass sie so Wasser darstellen, was dem geneigten Zuschauer nicht aufgefallen ist. Ja. Nicht so der Wahnsinn. Ganz klar. Auch der Fluss, der durch die Mitte der Map führt, ist sehr, sehr gerade und bewegt sich kein bisschen. Von daher. Ah, da habe ich doch gerade was gesehen. Aha, tatsächlich. Es gibt ja also doch. Tennisclub oder was ist das hier? Trotzdem weiß ich, Project Zomboid ist logisch, was solche Sachen angeht.
Und daher weiß ich, dass es irgendwo eine Hausmeisterhütte oder sowas geben muss. Irgendwo gibt es hier Werkzeug. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ah. Eigentlich hübsch hier mit den Tennisplätzen. Oh Gott, meine Laufgeschwindigkeit ist schon teilweise eine Gefahr für die Allgemeinheit. Boah, Hilfe, lass mich in Ruhe. Ich muss hier weg. Darf sie halt auch kein bisschen überladen, das heißt, wenn sie nur so relativ... Okay, ist Heavy Lord, gebe ich zu, relativ schwer. Taugt halt auch nicht viel, diese Tüte. So, wir wechseln einfach schnell aufs Messer, um schneller den Damage zu machen. So. Mal hier. Arg lang hält das Küchenmesser sowas natürlich nicht aus. Küchenmesser brechen ab, wenn sie seitlich belastet werden, ist klar. Ein Jagdmesser oder so, das etwas breiter ist, natürlich die bessere Wahl, klar. So, was haben wir denn hier Hübsches? Ah, das scheint ja eine Art Büro zu sein. Schließen wir hier alles ab. Und wieso finde ich keinen Hausmeister, der den Schlüssel hat? Hm, wird das denn hier vielleicht einen kleinen Werkraum drin geben? Könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Natürlich ist es jetzt auch spät, also ich werde nicht mehr lange machen. Ich werde dann lieber morgen nochmal wiederkommen und hier mir den Rest anschauen. Diese drei Zombies hier vielleicht noch töten. Ja. Aha, das habe ich bemerkt. Ein wenig weg von ihren Kumpanen. Bin ich auch immer etwas gehetzt rum und so, ins Gehirn gestochen. So, also bisher habe ich hier eigentlich nur 5 Zombies gesehen. Fuck. Und die letzten beiden habe ich natürlich wieder gleichzeitig gemacht. Das scheint auch relativ gleich schnell zu sein. Ärgerlich, sowas immer. Eine Inkompetenz. Ach komm, Leute. Trennt euch doch wenigstens ein wenig auf. Jetzt vielleicht hier. Jetzt ist sie da ein wenig durch das Gebüsch. Aha, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Nummer 1 ist irgendwie im Busch hängen geblieben und Nummer 2 habe ich komplett aus den Augen verloren. So. Oh, das war zum Beispiel zu früh ist Timing. Zu früh ist kein Problem. Zu spät ist schlecht. Spät bedeutet, dass er dir eventuell ein Ohr abgekaut hat. So, schön. Den Rest werde ich mir einfach morgen angucken oder beziehungsweise vielleicht hier nochmal ganz kurz hinten die Scheibe reinschauen, ob ich da irgendwas Werkzeugmäßiges denn erkennen kann. Könnt ihr natürlich auch hier übernachten. Hm. In ganz in Saus und Braus. Ich meine, viel scheint hier nicht los zu sein. Warum eigentlich zurückfahren? Aber habe ich das obere Stockwerk halt einfach noch nicht geklärt. Von daher weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Wagen kann man es eigentlich, finde ich. Andererseits muss ich so oder so zurück. Um ja, die restlichen Sachen noch zu holen, die in meiner Basis noch sind. Und dann kann ich da eigentlich auch gleich schlafen. Hier sind irgendwelche Toiletten, erkennt man durch die Wand schon. Und ich habe langsam Schmerzen. Weil ich zu viel trage. Okay, dann nehmen wir die etwas schwere Crowbar wieder in die Hand. Dadurch sind wir schon ein wenig leichter. Versuche noch ein paar Sachen in unsere Plastiktüte hier zu laden. So, wir sind langsam aber sicher ganz schön fertig. Husten und pusten hier. Ja, aber gefällt mir. Wirklich sehr hübsch. Hier jetzt auf einem Sofa zu schlafen, erscheint mir schon sehr, sehr gefährlich. Aber irgendwie kann ich denn hier... So viele Fenster irgendwie. Ein paar Brettern. Wäre das gar kein Problem. Aber die kann ich auch gut aus meinem Trailerpark holen, dass ich da ein paar Türen einschlag. Die Nägel hole und das morgen einfach schon mal so ein bisschen interimsmäßig verteidige, beziehungsweise zunagel. Ich glaube, es ist übersichtlich an Fenstern, die man wirklich absichern muss. Es sind gar nicht so viele, wie es jetzt erstmal den Anschein macht. So, ab in den Wagen.
So. Vielleicht noch leisten, nochmal das Licht anzumachen, auch wenn es auf der Straße selten so dunkel ist, dass man nichts sieht. In Gebäuden schon eher. Mache ich meinen Kofferraum eigentlich zu? Ja, sollte man machen. Ich weiß nicht, ob Sachen rausfallen können. Ich glaube eigentlich nicht. Und man muss es ja nicht ausprobieren. Geräusch ist immer das Geräusch, wenn Zombies an irgendwelche Türen hämmern, aber auch das Geräusch, wenn man welche überfährt. Mich am Anfang sehr, sehr irritiert, wenn man gedacht, dass im naheliegenden Haus irgendwie Zombies abgehen oder irgendwie an mein Fenster schlagen. Aber war nix. Ist immer dasselbe Geräusch. Recycelt worden. Kann man ja mal machen. So, zurück auf die Hauptstraße und ab nach Hause. Wir müssen hier alle auf der Straße stehen. Wenn man mehrfach dieselben Straßen am selben Tag fährt, dann merkt man erstmal, wie viele Zombies man eigentlich pullt durch dieses Auto. Ich meine, das waren jetzt nicht viele, ganz klar. In der letzten Folge hat man ja mal ein bisschen eindrucksvoll gesehen, wie viel denn gehen kann. Und das war noch nicht sonderlich viel. Kann durchaus auch noch mehr und Schlimmeres passieren. Ich bin trotzdem zufrieden, dass ich ihn einigermaßen ausweichen konnte. Hässlicher Auffahrunfall gab es hier wohl. Scheint irgendwie nicht so schnell zu sein wie den letzten, der so aussah. Haben wir vielleicht auch unterschiedliche Typen, unterschiedliche Motoren. Da habe ich nämlich überrascht festgestellt, dass das Spiel behauptet, er hätte einen 240 PS Motor. In einem Auto von der Größe. Puh, das würde ganz schön edel abgehen. So, 23 Uhr auch schon wieder. Zeit, echt mal wieder ins Bett zu kommen. Wir sind immer noch nicht da. Öl, da ein wenig gequietscht. Handbremse gibt's auch, habe ich bisher noch nie verwendet. Yeah, cool. Das war sie. So, jetzt ist hier ja erst noch relativ viel los. Scheint mir aber an sich ein relativ leises Vehikel zu sein, das ich hier habe. Vielleicht mal das Licht ausmachen, dass ich nicht da so auffällig bin. Aber hat es nur eine richtig mitgekriegt. Strom gibt es auch immer noch, aber es ist auch noch relativ am Anfang des Spiels. Und ich kann ja sogar so schon einen Generator anschließen. Ich bin für alles gewappnet, falls es denn mal losgeht. So, und dann parken wir hier wieder. Elegant. Okay, ein Viertel vom Sprit habe ich jetzt etwa verbraucht. Sollte ich im Auge behalten, dass mir das ausgeht. Ich glaube, ich könnte ihn auch schon befüllen. Ich habe hier irgendwo Sprit rumliegen. So, wieder ein kleiner Rundgang um mein Haus. Das ist eher sowas, was ich schon irgendwie automatisiert mache. Dann sollte ich eigentlich fast auch wieder hinten mein Badezimmer zunageln. Man weiß ja nie. Die Tür hier wird wahrscheinlich auch schon einigermaßen gekriegt haben. Da war ja in der letzten Folge noch ein kleiner Schockeffekt ganz zum Schluss. Ach so, habe ich jetzt etwa meinen Hammer? Ich hatte doch mehrere Hämmer, oder? Ist auf jeden Fall einer drin. Auf jeden Fall ein kleiner Schockeffekt zum Schluss noch. Hat sich ja noch ein, zwei Zombies bei Nacht in mein Badezimmer gehauen. Gilt es natürlich irgendwo zu vermeiden. Großes Glück gehabt, dass ich nicht im Badezimmer geschlafen habe, was ich ja eigentlich kurzfristig noch vorhatte. Die Planken sind halt auch wirkungsvoller, wenn man ein besserer Zimmermann ist. Ich bin kein wahnsinnig guter Zimmermann. Kann eigentlich nicht so richtig. Kann ganz gut stumpfe Waffen und spitze Waffen in Schuss halten. Und ich kann ein wenig fischen. Aber ansonsten kann ich nicht viel. Aber das macht das Ganze ja auch irgendwie spannend.
Habe ich meine Garbage Bag natürlich nicht mehr in der Tasche, nicht mehr in der Hand. Wehrt sie sich ein wenig. So, sieht doch gut aus. Sieht doch einigermaßen sicher aus. Na, ich wollte nicht rein. Dann vielleicht noch ein kleines Abendessen. Hier haben wir noch anguckt. Mutton Chop. Lemonengras. Wo habe ich das gefunden? Kann ich aber leider nicht verwenden, um mein Wild, was ich hier habe, etwas zu würzen. Ach, jetzt habe ich wieder denselben Fehler gemacht wie davor. So bringt mir das natürlich nichts. Ich hau es einfach mal in die Gefriertruhe. Nehme mir hier vielleicht so ein TV-Dinner, also so eine Mikrowellenmahlzeit. Und haltet euch die Ohren zu. Jetzt hört ihr zum ersten Mal eine Mikrowelle in Project Zomboid. Oder hatte ich die schon mal an? Ist auf jeden Fall unglaublich laut. Da tut man so eine Verpackung hier rein. Ja, das sieht so aus. So, steht dann auch bei den Sachen, die eine Verpackung haben, schön dran, was es denn an Nährwerten hat. 670 Kalorien, 81 Kohlenhydrate, 30 Protein, 25 Fett. So, die Mikrowelle war auch gerade fertig. Kann man hier auch einstellen. Haben sie sich sehr viel Mühe gemacht für nichts mal wieder. Kann man relativ viele unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, Sachen auftauen, hast du nicht gesehen. So, aber wir sehen, die Project Zomboid-Macher sind keine Fans von Mikrowellenessen. Okay, es war auch nicht warm. Ah, es war nur aufgetaut. Ridiculously tired, high exertion, getting bored, feeling a little sad, fairly heavy load. Gut, wir sind eigentlich nicht so dermaßen schlecht drauf. So, noch eine kleine Zigarette quarzen und dann würde ich noch ganz schnell den Inhalt meiner Tasche in das Auto laden. Können wir hier oben über den Transfer-Button machen, wenn wir denn auch rechts das Richtige angewählt haben. Ah, wir hatten ja sogar Wassermelone dabei gehabt. Immer ein wenig ein Fehler, den ich in dem Spiel mache. Ich verteile meine Sachen sehr gerne über unterschiedliche Inventare. Store sie irgendwo und vergesse dann, wo sie sind und verbringe dann irgendwann, wenn ich lang genug am Leben bin und eine groß genug Base habe, 50% des Tages damit meinen Hammer zu suchen oder ja. Ist re recht ähnlich, wie ich auch im Real Life bin. So, wir legen uns hin. Müssten ja eigentlich erwartungsgemäß eine ruhige Nacht kriegen, nachdem die letzte Nacht so ein Horror war. Aber ganz sicher sein kann man natürlich nie. So, wir schlafen bis fast 12 Uhr. Nein, sogar 12:10 Uhr. So. Und das war's schon wieder für diese Folge. Ja, fand ich cool. Dieser County Club interessiert mich. Werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal hinfahren, schauen, ob sich da irgendwas machen lässt. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Und ich wünsche euch was. Ja? Ciao, ciao.